Bestätigt, Mike Hayes ist ein Gefangener. Das sagen Ex-Michelle Monbalin und Freundin Delia. Reality-TV-Teilnehmer Mike Hayes steht aktuell im Zentrum einer brisanten Entwicklung, denn gegen ihn liegt ein Haftbefehl vor. Eine Frage steht im Raum, muss er nun tatsächlich mit einer Freiheitsstrafe rechnen? Dass Mike Hayes immer wieder mit negativem Verhalten in der Öffentlichkeit auffällt, ist für viele Zuschauer keine Überraschung. Vor allem sein aggressives Auftreten gegenüber seiner Ex-Frau Michelle Monbalin sorgten in der Vergangenheit oft für Kritik. Nun könnte der 37-Jährige jedoch erstmals ernsthafte Konsequenzen für sein Verhalten zu spüren bekommen. Was wird Mike Hayes vorgeworfen? Laut Berichten der Bild wurde bereits Anfang September ein Haftbefehl gegen Mike Hayes von der Staatsanwaltschaft Frankfurt oder erlassen. Grund dafür ist eine seit 3 Jahren unbezahlte Geldstrafe in Höhe von 4.000 Euro. Diese resultiert aus einem Betrugsfall, der vor Gericht verhandelt wurde. Das Verfahren soll allerdings schon gute 3 Jahre her sein. Trotz mehrerer Aufforderungen kam Hayes der Zahlung nicht nach, weshalb ihm jetzt 80 Tage Haft drohen. Mikes Reaktion auf die Vorwürfe: lieber ein paar Tage ins Gefängnis. Doch wie reagiert Mike selbst auf die Situation? In einem Statement erklärt er, dass er sich der Situation bewusst sei, sich jedoch gegen das Urteil wehren wolle. Ich weiß von dem Haftbefehl, aber wehre mich gegen das Verfahren und die Geldstrafe, betont er. Zudem fügt er hinzu, mein Anwalt hat Widerspruch gegen das Urteil eingelegt, weil das einfach ein Skandal ist. Ich werde niemandem Geld zahlen, der mich nur verarschen wollte. Da gehe ich lieber ein paar Tage ins Gefängnis. Trotz der ernsten Lage scheint Hayes die Situation gelassen zu nehmen. Am vergangenen Wochenende ließ er sich sogar auf einer Geburtstagsparty ablichten, als wäre nichts geschehen. Berichten zufolge pendelt er derzeit zwischen der Schweiz und München. Mittlerweile wurde der 36-Jährige in München festgenommen und sitzt nun in der JVA Stadelheim ein. Michelle Monbalin, das sagt sie zur Inhaftierung ihres noch Ehemanns. Jetzt äußert sich auch Michelle Monbalin zu der aktuellen Situation ihres Ex-Partners. In ihrer Instagram-Story schreibt sie, dass sie bereits im Vorhinein wusste, wie es um Mike steht. Habe ihn versucht zur Vernunft zu bringen und nicht so stur an die Sache ranzugehen, obwohl es eigentlich nicht mein Job ist, meint die 45-Jährige. Nach dem prominent getrennten Debakel der letzten Staffel ist es relativ ruhig um die Beziehung der beiden geworden. Erst kürzlich verkündete Mike, dass er in seiner neuen Freundin Delia wieder Liebesglück gefunden habe. Diese ist nach der Inhaftierung ihres Partners völlig aufgelöst. Wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, dass die Polizei ihn jederzeit festnehmen kann. Dass es aber so schnell geht, habe ich nicht erwartet, sagt sie gegenüber Bild. Persönlich voneinander verabschieden durften sich die beiden ebenfalls nicht, allerdings stehen sie im telefonischen Kontakt miteinander. Es bleibt nun abzuwarten, ob Mike die Geldstrafe doch noch bezahlt oder sie tatsächlich vollständig im Gefängnis verbüßen muss.